der Heimatbegriff ist was Gefährliches und was Schönes. Also Heimat jetzt hier durch die Nazis oder sowas vielleicht missbraucht oder so völkisch und volkstümlich. Aber als ich im Ruhrgebiet gelebt habe mit meiner Liebsten, wenn wir dann auf dem Weg zu meinen Eltern oder zu ihren Eltern durchs Rheintal und dann ist einfach schon langsam gemerkt, das Herz geht auf. Und spätestens, wenn du dann auf dem Rotefels stehst und guckst in diese sanften Täler des Nordpfalz oder rüber nach auf den Lemberg zu, sage ich, wow, das ist... Ich bin hier in der Gäste, ich bin im Zwingen groß war, ich gehe da durch. Ich weiß, dass es nicht mehr das identische Kopfsteinpflaster ist, aber es ist immer, weißt du, dass plötzlich kommen die Kinder von der Seele, sind wieder da, wo du früher gesagt hast, das ist ein Schlucht oder was die Fantasie mitgemacht hat, oder hoch auf den Krautenberg zu gehen, wo ich früher gespielt habe, hinter der Panoramawege in dem Umfeld, Wildnis pur. Ich bin aus dem Haus und war in the Wilderness oder die Ausflüge zum Spielbarerseits. Das musste, durfte ein kleiner Stöpke noch in die Schule, aber du wusstest schon, wo der Spielbarer sitzt und hast dich dann da hin und die Mutter hat es irgendwie rausgekriegt, hat es erzählt, hast du ein paar gebatscht kriegt, wie du bist verrückt, kannst du nicht machen. Ja, da gehst du jetzt heute und dann hast du irgendwie Veränderungen, aber das sitzt noch fest. Ja, auch mit 60 stehe ich jetzt noch mal. Beim Spielbarerseits und Guckerin sagst du, ja, da hast du früher hast du die Nase platt gedrückt. Das ist Heimat, denke ich. Also am liebsten bin ich dann oben auf dem Rodefels. Also das ist aber ein Dreisen, ja. Ja. In Bad Kreuznach, ein spezieller Platz. Also ich finde abends der Tätermühle interessant. Ja, also da kommt das Rauschen vom Wasser hoch. Es ist auch ein künstlerisch wertvoller Ort. Ne? Das wird immer wieder neu mit Graffiti gemacht. Seit ich das Ding kenne, wird er bekritzelt und bekratzelt. Ja? Wird immer wieder renoviert. Und ich denke, naja, lassen doch einfach mal so. Ja? Als ich das letzte dort oben war, haben ein paar Jungs eine Party gefeiert. Ich wurde gleich eingeladen zum Bier. Ja, das fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig und nett. Ja, das ist einer, da gehe ich schon mal ganz gerne hin. Weil die Kunst ist das einzige Lebensform für mich, wo ich frei sein kann. Und wo ich mich selbst auch immer wieder spiegle und wo ich mich selbst positioniere. Vielleicht bin ich Künstler, weil ich es nicht aussprechen kann. Sonst wäre ich vielleicht Schriftsteller. Auch eine Art von Kunst, aber ich brauche halt andere Sachen, um zu reden und mit der Welt zu kommunizieren. Und das ist meine Kunst, die, ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich mache hier Landart. Also ich gehe irgendwo hin, nehme das, was da ist, gestalte das um, gebe dem ein Muster vielleicht. Also ich mache aus dem Chaos, aus Natur, Kultur. Und wenn ich weggehe, übernimmt die Natur wieder das und bringt das wieder in Ordnung, sozusagen. Mhm. Ja. Und das mache ich an den verschiedensten Orten, wo ich glaube, dass es wichtig ist. Oder auch, wo man mir sagt, hey Rudi, kannst du da mal was machen? Oder so, überleg dir. Und dann setze ich mich halt mit der Erblichkeit auseinander, mit dem, was da ist. Und mache dann was damit. Und ja, das ist so. Das ist meine Form von Kunst. Ich will mein Ding machen und das ist auch der Sinn eigentlich für mich, für Kunst, von Kunst. Das, was ich mache, wird halt Kunst genannt, weil es wird in Kunstgalerien gezeigt, es wird in Kunstmuseen gezeigt, es gibt Kunsthistoriker, die darüber einen Artikel schreiben, die das als Kunst bezeichnen. Es wird in Magazinen irgendwo veröffentlicht. Die Entscheidung, dass das Kunst ist, liegt nicht an mir. Das haben andere gefällt. Ich mache das, was ich glaube, was für den Ort und für den Moment am wichtigsten ist. Und im Moment mache ich schon mal, es gibt eine Serie,
von Kreisen, die ich mache und verschiedenste Orte. Die letzten waren im Kleinwalsertal. Davor war ich 3 Wochen auf Schottland-Tour. Das sind auch 6 Stück entstanden. Treibholz, Steine, Federn, die haben all den Radius vom Boden bis zum Sonnengeflecht oder Solarplexus. Warum? Ich weiß es nicht. Das war ein Maß, das hat sich irgendwann auf Norderney gefunden. Und diese Kreise sind halt immer an verschiedene Orte, verschiedene Materialien, verschiedene Strukturen entstehen. Das ist so eine Serie. Und dann gibt es die Performance. Ich bin da. Das heißt, ich fotografiere mich selbst auf einem Bein stehend, indem ich die Kamera irgendwo in die Ecke stelle. Manchmal habe ich auch 3 Beine dabei. In letzter Zeit, also ich stehe dann in einer Umgebung, von der ich glaube, dass ich jetzt hier da sein will. Also ich bin da, ich versuche mit allen Sensoren mich und die Welt aufzunehmen oder zu spüren. Nach dem, mit dem asiatischen Philosophie des Daseins. Ja. Und in letzter Zeit gebe ich dann ab und zu mal einfach, sag ich, you can make a photo. Gib dir die Kamera, sage hier, guck, mein Fuß muss drauf sein, mein Kopf muss drauf sein, den Rest machst du. Und, ja, und dann bin ich da. Da gibt es so aus Indien, Patapur zum Beispiel, so eine 40-steinige Fotoserie entstanden, die bis auf ganz wenige Ausnahmen haben, dass ein Kollege oder Passante, die ich einfach unterwegs gefragt habe, irgendwie um ein Foto. Und dann kannst du dir vorstellen, in Indien ist dann gleich wieder ein Palaver, du kriegst das Kind auf den Arm und ja, machen wir noch ein Selfie. Und also die soziale Komponente, die dann noch dazu kommt danach, ist wahnsinnig groß. Und diese 40 also indischen Fotos in Patapur, die habe ich dann an der Schule außen 30x45 angenagelt. Und dann siehst du dann unten drunter, ich habe so was dabei. Die Kinder laufen, ah, guck mal, da, das, da, ist da und da und das ist da und da. Und also, dann kommt wiederum der gewünschte Effekt, dass man sich als Gast auf diesem Symposium mit der Landschaft und mit den Menschen auseinandersetzen soll. Und wenn du dann merkst du dann, wenn du dich mit dir selbst dort auseinandersetzt, setzt dich auch mit den allen drum und dran auseinander. Ja, also ich denke, es ist nichts Schlimmeres, als wenn man sich zu ernst nimmt. Also da gibt es immer irgendwo so eine, denkst du, Rudi, was machst du da eigentlich? Verarschst du dich jetzt selbst oder das, im Zen-Buddhismus, verankerte auch, dass auch Meditation oder sowas mit oder Erleuchtung mit Humor zusammenhängen kann. Ja? Nicht immer tot ernst ist. Ja? Das ist dann. Ja. Und das kommt auch bei dieser ganz entspannten hier jetzt. Klick. Ja. Und da bin ich aber auch, wenn es diesen Moment gibt, dass ich die Idee habe, und dann merke ich auch, dass ich da in meinem Kopf entspannt bin. Das kann ich nicht machen, wenn ich irgendeinen Müll mit mir rumtrage. Das geht nicht auf Befehl und ich bin auch kein Mime, kein Schauspieler, sondern ich kann immer nur mich darstellen. Ja? Also es ist einfach unwichtig. Es ist einfach nur, dass du vor dir gut bist. Ja? Und dass du dir morgens, wenn du in den Spiegel guckst, sagst, okay, let's go, let's rock and roll. Ja? Und dann komme ich auf die Kunst zurück und dann sage ich, ja, was sollen diese Kunstdinger, die ich habe früher so Materialtablos gemacht, was sollen das? Sag ich, das weiß ich nicht. Also du kannst dir nur vorstellen, du kommst auf den Mond, kommst mit einer Rakete an, zack, steht das Ding vor dir. Und dann kannst du überlegen, Einladung zum Gottesdienst um so und so viel Uhr oder Parkverbot. Das findet bei dir im Kopf statt. Ja? Und das ist, ja, da sind die meisten einfach nicht mehr dazu bereit. Sie sind auch nicht mehr dazu. Ich glaube, unsere Gesellschaft wird immer mehr verarscht oder ich weiß nicht, was damit passiert. Ja, die Leute sind einfach nicht mehr, die wollen, die
kriegen alles und wollen alles auf dem Silberblatt. Ich meine, das muss die Menschheit, müsste das ja eigentlich irgendwann mal versuchen, hinter sich zu bringen, um vielleicht wirklich Würde, also den Schritt vom Tier zum Mensch, was da irgendwo zumindest in viele Religionen verankert ist, das zu schaffen. Ja.